Guten Morgen aus Mallorca, Leute. Na, ist ja auch gut. Gut geschlafen. Ihr wisst ja, ich bin schon länger auf der Suche nach einem fahrbaren Untersatz hier für die Insel. Ja? Was ist irgendwie so das perfekte Gefährt, den ich von A nach B komme? Weil es ist zwar schön hier oben, aber manchmal will mir auch den Strand fahren. Und bisher ist ja noch keine dauerhafte Lösung. Aber heute, Leute, es ist angekommen. Mein neues Fahrzeug steht da oben. Hier in Deutschland kann ich nicht einfach nur so ein Auto fahren wie in Deutschland. Also könnte man schon, aber es ist vielleicht nervig, weil zum Beispiel die Straßen sind super eng hier teilweise in Städten. Parkplätze sind manchmal Mangelware oder auch einfach sehr klein und eng. Und ja, bisher fahre ich sehr viel mit Autos, aber ihr seht schon, wenn ihr das Zeichen hier seht, was heißt das? Natürlich zum einen, okay, da kommt Diesel rein, aber das Zeichen heißt, es ist ein Mietwagen. Mein Traumfahrzeug hier für die Insel soll aber auch ein bisschen sportlich sein und natürlich Open-Air-Feeling haben. Deswegen brauche ich auch das hier, einen ordentlichen Helm, denn ich habe mir was sehr, sehr Cooles hier für die Insel gegönnt, Leute. Das hier ist mein neuer Next Mojito. Oh, Leute, ich finde ihn so nice. Ich finde es einfach Rollerfahrer. Mein Next Mojito. Online bestellt habe ich den. Und ich sag mal so, als ich ihn vorhin entgegengenommen habe, da ging noch ein bisschen was schief, weil ich habe noch nie einen Motorroller oder Motorrad oder irgendwas selbst besessen. Also bevor wir jetzt gleich auf die erste Tour gehen, wir switchen nochmal kurz zurück in die Vergangenheit, wo ich ihn zum ersten Mal selbst richtig gesehen habe. Ja, Leute, ich freue mich einfach so. Ich glaube, das ist tatsächlich, mal abgesehen von der Autocouch hier, das erste Fahrzeug, was ich mir selber gekauft habe seit dem Wiesmann. Und den habe ich jetzt seit über 3 Jahren. Und muss auch sagen, ich habe den, also Podcast, mündliche Nachsitzerhörer wissen ja mehr, vor über 2 Monaten habe ich ihn bestellt. Jetzt ist er endlich da. So kam er hier an, mit so ein bisschen Plastik noch drumherum. Ich war gar nicht da, als er mit einem LKW hier direkt vor die Tür gestellt wurde. Also auf einer Palette irgendwie. Und man sieht auch noch, hier fehlt so ein bisschen Spiegel oder so vielleicht noch. Aber guck dir mal, ich habe mir so cool. Ich sehe nicht. Hier zum ersten Mal in echt. Ich kenne nur von Fotos halt aus dem Internet. Das ist halt eine spanische Marke. Das heißt, ich habe auch nur so spanische Motorroller-YouTuber gesehen, die den mal gefahren haben. Und da musste ich mit übersetzten Untertiteln gucken, so was sie so gesagt haben. Also so gut ist mein Spanisch noch nicht. Mal gucken, wie ich das da hinten aufbekomme. Oh Gott, oh Gott. Nein! Das war Alarmanlage angemacht. Unsere Nachbarn, die Ziegen, denken sie jetzt auch, was geht hier ab. Das ist mein erster Roller. Ich habe noch nie einen gehabt. Steht doch irgendwie. Ah, nein! Wie macht man das? Stopp! Wie macht man den denn auf? Da steht open! Ich jetzt! Was ist das? Ich muss dringend lernen, wie das funktioniert. Aber ja, hier drin sieht man es. Da ist eine fette Batterie. Ihr könnt auch eine zweite noch holen, die dann da reinkommt. Ich wollte es erstmal ausprobieren mit einfach nur einer Batterie. Weil ich glaube, hier auf der Insel auf Mallorca komme ich mit einer ganz gut aus. Und da hat man da mehr Platz, halt so kofferraummäßig. Und hier drin ist, guck mal kurz ein Messer, 3.834 € habe ich exakt bezahlt für diesen Roller, inklusive Lieferung hierher und dieses Topcase. Das ist nicht wenig für einen Roller, aber für einen Elektroroller mit der Stärke, weil es ist kein irgendwie so 45er Roller, so, der fährt 100 km/h, was hier in Spanien übrigens auch mit einem normalen Autoführerschein erlaubt ist. Also in Deutschland würde das nicht einfach so gehen. Hier auf der Insel darf ich den tatsächlich einfach so fahren, obwohl ich keinen Motorradführerschein oder ähnliches habe. Und dafür ist der Preis dann gar nicht schlecht. Aber oh, das hier ist mal ein Mordsladegerät, ey. So ein ganzer PC einfach. Aber an sich kommt es am Ende in eine ganz normale Steckdose rein. Was haben wir hier dann noch? Ach, Spiegel. Hm, selbst ist der Mann. Spiegel schraubt man einfach selbst an. Oh nein, 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 nein! Ich will doch nur... Selbst ist der Mann, ne? Er fängt an zu piepen und ich so, nein, nein, nein! Nein! Aufhören! Nein! Wie macht man das aus? Gott, ihr armen Nachbarn. Okay. Ich finde es immer noch verrückt, dass ich einfach so online Geld hinlegen kann, ohne Motorradführerschein und so eine 100 km/h Zweiradmaschine dann einfach hier nach Hause geliefert bekomme. Selber irgendwie noch einen Spiegel ranbaue und dann geht das ab. So. Ich sitze zum ersten Mal drauf. Ich habe bei den Bremsen, die zieht man gleich nur ab. Oh, er geht an. Ich habe einen Knopf gedrückt. Oh, ready. Er ist an. Ready. Und wie viel Prozent? 36. Bei einem normalen Roller würde man ja hören, dass er an ist, aber der ist jetzt halt einfach lautlos. Erstmal. Oh, so, ich gebe einfach mal Gas. Oh. Geht los. Oh mein Gott, dieser Roller. Hey. Juhu. So, die Folie kommt auch noch ab. Der Spiegel war auch noch nicht ganz fest. Ich kümmere mich mal darum. Ich mache den mal verkehrssicher und vor allem Batterie aufladen auf 100%. Und dann können wir gleich unsere erste Tour hier mit starten.
schau mal an, dass wir für ein riesen Paketchen von EcoFlow bekommen haben. Und das ist jetzt nämlich richtig praktisch für uns. Denn ihr seht ja, wir haben heute wieder so einen extrem sonnigen Tag. Unseren schönen neuen Roller werden wir komplett mit Solarenergie aufladen können. Und dazu benutzen wir unter anderem das hier. Ja. Und die beiden Sachen hier brauchen wir noch. Das, was hier drin ist, kennen viele von euch vielleicht schon unter dem Namen Balkonkraftwerk. Balkon habe ich zwar keinen, aber man kann es auch woanders nutzen. Also mit so einem Ding kann man auch, wenn man in Deutschland ist, einen Balkon hat zum Beispiel, der so ein bisschen Richtung Sonne ausgerichtet ist oder halt einen Garten, mehrere hundert Euro im Jahr an Stromkosten sparen. Weil ihr seht, ne, das ist einfach ein Solarpanel praktisch, aber halt keins, was man von einem Experten installieren lassen muss, was zum einen teuer ist und hier bei mir in Spanien auch. Ich will das irgendwann machen, aber es dauert ewig, bis es alles läuft. So ein Balkonkraftwerk kann man einfach sich selbst kaufen, wird sogar unter bestimmten Umständen mit 750 Euro gefördert in Deutschland, also lohnt sich auch auszuchecken. Und dann baut man sich so ein Teil hier easy an den Balkon oder bei mir. Jetzt zum Testen erstmal einfach hier, steht ja voll in der Sonne. Das ist die Anleitung, so ein paar Kabel zusammenstecken, sieht eigentlich super easy aus. Kann man zum Beispiel halt am Balkon festmachen oder bei uns. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, die oben aufs Dach zu tun, aber jetzt gerade möchte ich die einfach mal provisorisch hier direkt nutzen. Und es funktioniert, Leute! Heute habe ich nicht nur meinen ersten eigenen Roller, sondern auch mein erstes eigenes funktionierendes Solarsystem. Gut, das war auch super easy. Ich habe einfach nur hier schön die Kabel zusammengesteckt. Das hier nennt sich Inverter, also der nimmt die Energie hier aus den Solarpanels raus. Das sind 2x400 Watt Maximalleistung. Invertet das irgendwie? Keine Ahnung. Und dann kann man es von hier aus mit dem Kabel im Endeffekt in eure ganz normale Steckdose zu Hause einstecken. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf eurem Balkon oder Dachgeschoss oder Garten aufbauen würdet, dann könnt ihr damit ganz normal eure Geräte im Haushalt powern. Oder eben, ihr macht es wie ich gerade, oder geht auch gleichzeitig, benutzt dieses Kabel und das geht einfach hier in den EcoFlow Delta 2 rein. Und das ist einfach wie eine, könnt ihr euch vorstellen, wie eine riesen Powerbank mit diversen USB-A und USB-C Anschlüssen. Plus auf der anderen Seite habt ihr 4 ganz normale Schuko-Steckdosen und 12 Volt Anschluss hier unten. Und der sorgt eben dafür, dass ihr mehr von eurer Sonnenenergie nutzen könnt. Also so würde das Ganze dann aussehen. Dann würdet ihr den Inverter einfach an eure normale Steckdose anschließen und alle Geräte im Stromkreislauf hiervon, wie zum Beispiel euren Kühlschrank, könnt ihr dann darüber powern. Mega easy und leicht, und dabei entscheidet diese Box eben der Inverter intelligent, wo die Energie hin verteilt wird, die gerade von der Sonne kommt. Entweder halt in den Speicher rein oder, wenn man es gerade braucht, hier raus in euren Hausstromkreislauf. Sehr, sehr praktisch und auch immer gut zu kombinieren mit so einer smarten Steckdose. Gibt es auch von EcoFlow. Damit könnt ihr von unterwegs übers Handy auch Geräte an- ausmachen und den Stromverbrauch messen. All die schöne Sonnenenergie, die jetzt in der letzten Zeit kam, die ist in unsere Batterie hier reingegangen. Wie eine riesen Powerbank, könnt ihr euch ja vorstellen. Und jetzt kann ich schön einfach Stecker von meinem Rollerladegerät rein. Der muss dann einmal hier oben rein. Und jetzt seht ihr, 700 Watt, 800 Watt. Wird easy jetzt hier einfach aus dem EcoFlow Delta 2 rausgezogen. Sogar noch mehr, guck sie an. Ey, das ist, glaube ich, echt so ein Extrem-Case, den ich hier teste, aber auch ein extrem cooler. 1,5 Kilowatt. Ich finde das so krass, Leute. Die gesammelte Sonnenenergie der letzten Stunden, die hier unten gespeichert wurde, geht jetzt also einfach in meine Elektroroller rein. Und damit kann ich dann zum Strand fahren und die Sonne wieder genießen. Es ist so cool. Und das ist halt nur eine von vielen Anwendungszwecken. Also ich glaube, für viele von euch zum Beispiel, wenn ihr in einer Wohnung wohnt und so einen sonnigen Balkon habt, könnt ihr richtig was bei der Stromrechnung sparen, wenn ihr euch so ein Balkonkraftwerk holt. Andere Anwendungszwecke wären aber zum Beispiel auch Campinger. Also ihr könnt auch die Paneele mitnehmen, zum Beispiel auf den Van oben rauf tun, um so überall Strom zu haben. Oder ihr könnt auch nur den Delta 2 zu Hause aufladen, um ihn dann mitzunehmen, um eine Kühlbox irgendwo zu betreiben. Oder wenn ihr selbst Kameramann seid, so wie ich, dass man Lichter, die eigentlich eine Steckdose brauchen, überall einfach benutzen kann. Wenn ihr euch jetzt auch für so ein EcoFlow Balkonkraftwerk interessiert, benutzt auf jeden Fall meinen Link in der Beschreibung. Da gibt es nämlich gerade auch ein gutes Angebot. Also benutzt den Link in der Beschreibung. Da stehen alle Infos und auch, wie ihr zum Beispiel einen Anspruch auf 750 Euro Zuschuss vom Staat habt für ein Balkonkraftwerk. Checkt aus, mega Sache. Und man kann eben langfristig auch noch damit Strom bzw. Geld sparen. Also so viel hier von meinem bisher noch provisorischen Setup. Auch wenn es technisch jetzt schon einwandfrei läuft, Leute. Das ist, oh, seht ihr, das ist fast voll geladen. Fast voll geladen. Also sehr nice. Checkt den Link in der Beschreibung aus. Dann würde ich sagen, lass den noch fertig laden. Und dann geht es direkt morgen früh auf meine erste voll elektrische Rollertour. Euch mal den Sonnenaufgang an, Leute. Ich habe hier noch schön Kaffee gemacht, extra für aufgestanden, für meine erste Rollerausfahrt mit dem eigenen Roller. Soll ja was Besonderes sein. Und ich glaube, hier mit der Kulisse wird es das auch. Da steht er, Leute, in der Morgensonne. Sieht er nicht gut aus? Ich finde das Design immer noch so hammer. So ein bisschen retro, aber auch ein bisschen futuristisch. Schöne braune Sitzbank hier. Und jetzt fahre ich wirklich zum ersten Mal richtig los hier mit. Also Helm auf und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Oh,
einfach, das ist einfach der Hammer, die Sonne im Gesicht zu spüren, überhaupt zu riechen, wie die Welt um einen herum ist und alles ganz anders wahrzunehmen, als wenn man hier jetzt ein Auto den Berg runterfahren würde. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und dann war man ein bisschen schneller durch diese kleinen Straßen zu fahren. Ich bin insgesamt einmal sogar, glaube ich, 90 km/h gefahren. Es war richtig krass. Ich meine, ich habe gar keinen Führerschein. Ja? Und jetzt ging es hier rauf auf die Hauptstraße, noch Bus vorbei, Hahnkrät im Hintergrund und dann geht es Richtung Meer da hinten. Ach Leute, ein Traum. Ich meine, man fühlt sich einfach frei. So ein Freiheitsgefühl, was ich noch nie vorher so erlebt habe, weil ich halt nie Motorrad oder Motorroller irgendwie selbst richtig gefahren bin. Und jetzt habe ich meinen eigenen bis hin zum Meer und dann kommst du da an wirklich. Also ich bin ja schon im Auto gefahren, aber im Roller oder auf dem Roller ist nochmal was ganz anderes. Und man kann direkt vorfahren. Und direkt am Strandpark, Leute. Es hat so Laune gemacht, hier mitzufahren. Ihr glaubt es nicht. Ich bin einfach 90 km/h gefahren. 90 ist halt wie ein 125er Roller, nur Elektro. Der Helm ist auch mega. Es ist so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, Leute. Absoluter Traum. Hier in Mallorca bis an den Strand. Ich muss nur ein bisschen vielleicht aufpassen, dass ich nicht zu früh zu selbstsicher werde. Ja, ich bin immer noch Rolleranfänger. Und da muss man wirklich aufpassen. Aber bis jetzt. Oh, so nice. Und jetzt hier am Strand. Oh, was machen wir da? Ab ins Meer, oder? Boah, dann ist der absolute Traumstart in den Tag. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, ist ja ein bisschen fake, weil wir haben uns sehr viel Mühe gerade gegeben für die Kamerashots. Danke auch an Shani, die das Auto gefahren ist, hinter meinem Roller her. Und danke vor allem an Shanis Bruder, an Joelly, der noch gefilmt hat und krasse Shots auf jeden Fall gemacht hat. Ja, aber das, was wir jetzt hier sozusagen als Film einmal gemacht haben, das werden wir in Zukunft privat noch einige Male machen. Morgens aufstehen mit dem Roller hier an den Strand. Es ist leer, das Wasser hat 25 Grad einfach. Also Mallorca im Herbst, einfach nur ein Traum. Danke, danke Leute, dass ihr meine Videos hier seit über 12 Jahren supportet und dass das deswegen hier so mein Leben sein kann. Ne? Du genießt das ja noch ein bisschen. Mach's gut, euer neuer Rollerfahrer Felix. Mach's gut, ciao, ciao.